Der Wiederaufbau der Weißeritztalbahn von Dippoldeswalde nach Kipsdorf geht in zügigen Schritten voran. Es sieht gut aus, dass der Zeitplan eingehalten wird und in diesem Jahr die Schmalspurbahn die gesamte Strecke von Freital bis Kipsdorf fahren kann. Lange mussten die Eisenbahnfans auf diesen Moment warten, denn seit rund 14 Jahren ruht der Verkehr auf dem oberen Streckenabschnitt. An zwei Wochenenden im August wurden die Verkehrsteilnehmer und Anwohner auf eine harte Probe gestellt. Die B170 musste in Ulberndorf und Oberkarsdorf voll gesperrt werden. Es wurden zwei Querungen für die Bahn in die Bundesstraße eingebaut. Dazu musste die Straße aufgefräst und die Gleise neu verlegt werden. Nach Fertigstellung der Gleisarbeiten bekam die Straße in diesem Bereich eine neue Asphaltdecke. Der Wiederaufbau der Gleisanlage begann am Bahnhof Dippoldeswalde und setzt sich langsam Richtung Kipsdorf fort. Wo notwendig, wurden Schwellen ausgetauscht oder neu verlegt. Mit einem Bauzug wurde der Schotter an die Einsatzstellen gebracht. Das sogenannte Bürstel verteilt den Schotter gleichmäßig und profiliert das Gleisbett in einem Arbeitsschritt. Ist der Schotter hergerichtet, kommt die Stopfmaschine zum Einsatz. Sie vereint mehrere Arbeitsschritte in einem. Zuerst hebt sie das Gleis an, dann wird es ausgerichtet und der Schotter unter die Schwellen geschoben, um Stabilität herzustellen. Die sechs Bahnhöfe auf der Strecke, die Ende des Jahres angefahren werden sollen, bekommen alle Auffrischung oder werden wieder neu hergerichtet.